Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 5050. So, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live-Talk-Radio zu einer neuen Woche. Dienstagnacht ist wie immer eine freie Themennacht. Also, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann ruft an unter der bekannten Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt mir unter domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht ist eine Jette oder die Jette. Hallo, hallo Jette, 22. Hallo Domian. Oh, ein Mann? Nein, eine Frau. Eine Frau mit einer etwas tieferen Stimme. So kann man es dann auch sehen. Ja. Also die Stimme ist passt schon zum Körper, nur leider ist der Körper nicht das, was der Geist sagt. Ah, ich verstehe. Ein transsexueller Mensch. Ja. Das heißt, um genauer zu sein, definitionsgemäß eine transsexuelle Frau. Ja. Also du bist im Moment, du bist im Körper eines Mannes noch oder warst es? Ich bin leider noch, ja. Du bist, also wenn ich dich jetzt sehen würde und du nicht aufgebrezelt wärst, wärst ein Mann. Also ich laufe jeden Tag zwar als Frau rum, ja, aber halt nicht jeden Tag aufgebrezelt. Also ja, man erkennt schon, dass das Frau sein soll, aber nicht jeden Tag geschminkt, nicht jeden Tag irgendwie fein gemacht, ja, wie jede andere normale Frau halt auch. Ja. Im Gegensatz zu dem, was man als Travestie kennt. Ja, ja, das ist dann halt schon ein Unterschied. Das ist ein Unterschied, klar. Das ist eine Verkleidung, ein Spaß an der Verkleidung, ne, die Travestie. Ja, und bei der Travestie ist es der Spaß an der Verkleidung. Und bei einem transsexuellen Menschen geht es wirklich tiefer, das ist eine andere Identität. Man ist gefangen im falschen Körper, ne, so kann man sagen. Ja, so kann man das sagen. Du bist 22 Jahre alt. Seit wann weißt du das, dass du eigentlich eine Frau sein möchtest? Angefangen hat es eigentlich schon irgendwo in der Grundschule. Ich habe erkannt, ich gehöre nicht zu den Jungs. Mhm. Damals natürlich zu dem Thema noch gar nichts gewusst. Hab dann irgendwie dahin vegetiert, mehr oder weniger. Bei den Jungs keine Freunde gefunden, bei den Mädels eigentlich auch nicht wirklich, weil, ne, ist ja ein Junge, ja, gehört nicht zu uns. Ja. Und dann in der 6. Klasse auf bei einem Schullandheimaufenthalt das erste Mal aufgrund einer verlorenen Wette die Kleidung einer Mitschülerin angezogen und seitdem wusste ich. Das war das zündende Element, dieses Anziehen einmal von einer Kleidung von einer Mitschülerin. Ja, das war mehr oder weniger die. Aber da für da, mich dann der Punkt zu sagen, ich bin eine Frau, dachte allerdings noch, ja, lange Zeit. Ich wollte aber sagen, in dem Alter hast du das ja noch nicht gedacht. Du hast wahrscheinlich nur gespürt, das finde ich gut, das finde ich interessant. Ja, ja. Ja. So, machen wir mal einen größeren Sprung höher. Irgendwann so qua Pubertät da, frühe Jugendlichkeit. Wann war dir das denn klar, dass oder wann wusstest du überhaupt, dass es transsexuelle Menschen gibt? Das habe ich leider erst in der 11. Klasse erfahren. Ja. Durch einen eigentlich mehr oder weniger dummen Zufall habe ich erfahren, dass es so etwas überhaupt gibt. Aber immerhin schon in der 11. Ne? Es gibt sicher Menschen, die das. Also ich bin selber dafür und setze mich auch dafür ein, dass dass Schüler heutzutage so etwas früher erfahren. Ja, also du hast es in der 11. erfahren. Ich habe es in der 11. erfahren. Und hast du für dich so klar gedacht, das bin ich? Als ich das gehört habe, habe ich gesagt, ja, das bin ich. Ich verstehe. Mhm. Allerdings bin ich im Münsterland aufgewachsen und hatte da keine Chance, das irgendwie auch nur deutlich zu machen, zu leben, ja, sonst irgendwie. Ja. Habe mich dann weiterhin versteckt, verkleidet, um es mal so zu sagen, also ja, als Mann verkleidet. Ja. Habe dann 2, 3 Fehler gemacht in meiner beruflichen Karriere, wo ich sagen würde, nicht gerade typisch Frau, war irgendwo eine Art Selbstverletzung, eine Art Verstecken. Was? Ich habe nie verstanden. Also ich habe 2, 3 Fehler gemacht, ja, in meiner beruflichen Karriere. Ja, den letzten Satz habe ich nicht verstanden. War eine Art Selbsttherapie oder Verstecken vor anderen Leuten. Ja. Also ich war unter anderem 12 Monate bei der Bundeswehr. Ach. Ja. Oh, das ist aber hart. Das ist wirklich hart. Haben die Jungs das mitbekommen, was mit dir los ist? Sie haben schon mitbekommen, dass ich mich nicht benehme wie die anderen Jungs. Allerdings muss ich dazu sagen, Transsexualität hat nichts
mit Homosexualität zu tun. Nee, aber die normalen, ich sag mal so, der normale Mensch auf der Straße, was ihm ja auch nicht übel genommen werden kann, wenn man sich da nicht so reindenkt. Nee, verwechselt das häufig. Ich verwechsel das, genau, denk das. Also hättest du da ganz schnell irgendwie den Ruf weg an eine Schwulen oder eine Tunte oder sowas. Ja, also mein Glück war oder ist, dass ich lesbisch bin. Ja. Jetzt wird's kompliziert, ne? Jetzt wird's kompliziert. Da muss ich immer 10-mal nachdenken. Also ich spreche jetzt gerade mit einem Mann. Nein, mit einer Frau im Körper eines Mannes. Ja, genau. Also ich spreche jetzt gerade mit einem, ja, also mit einem körperlichen Mann, ne? Ja. So, der lesbisch ist. Aber sozusagen, ja. Ja, aber nein, die richtige Erklärung ist natürlich, ich spreche mit einer Frau im Körper eines Mannes. Die auf Frauen steht. Die auf Frauen steht. So, aha. Genau. Insofern konntest du dich ja ganz gut verstecken. Ja, das war ein Vorteil, muss ich sagen. Das heißt, du konntest mit den Jungs über Mädels reden. Nein, also ich hatte nicht den Ton drauf wie die. Na gut, aber es wäre gegangen. Also ich meine, so derbe Sprüche, Bundeswehr ist ein bisschen derber. Ja. Auch wenn ich einigen Soldaten jetzt vielleicht wehtue, wenn ich sage, da fallen häufiger mal Sprüche wie, oh, hat die geile... Ja, ne? Ja. Ich weiß nicht, ist öffentliches Fernsehen zwar nach 12, aber wir wissen, was du meinst, und das ist ja auch sicher Usus, dass das so läuft, ja. Das böse T-Wort. Ja. Okay, also Bundeswehr. Jetzt machen wir noch wieder mal einen Sprung nach jetzt, in deine Jetztzeit. Was machst du jetzt im Moment beruflich? Zurzeit bin ich arbeitslos. Ich bin rausgemobbt worden von meinem Ausbildungsleiter. Mhm. Da habe ich den Verdacht, dass dieser schwul ist. Ja. Bist du in dieser Firma? Firma war ich, bin ich geoutet, ja. Als Frau. Ich habe mich dann geoutet. Am 1. Februar letzten Jahres habe ich mich da geoutet und seitdem von meinem Ausbildungsleiter nur noch Mobbing mitbekommen. Lebst du jetzt im Moment immer noch im Münsterland oder in einer größeren Stadt? Ich wohne zurzeit in einem Vorort von Wuppertal. Ah ja. Aber ist nicht viel besser. Also wir haben nicht viele Ausländer. Auch nicht so. Ich habe nichts gegen Ausländer, jetzt bitte nicht falsch verstehen. Nur die haben einen anderen kulturellen Hintergrund, so dass die es nicht so akzeptieren wie einige Deutsche. Ja. Wie soll es weitergehen? Ja, wie es weitergehen ist, soll. Ist eine Operation geplant? Die strebe ich an. Geplant ist sie noch nicht, weil ich bin leider zurzeit kriege ich noch nicht mal die Hormone. Mhm. Ein Psychiater spielt da ein bisschen verrückt. Da muss man zu erklären, dass bevor so eine Operation stattfinden kann, muss man erst hormonell behandelt werden. Man muss, glaube ich, auch eine Weile erst eine Psychotherapie oder muss erst die Psychotherapie, genau. Dann Hormone, dann irgendwann OP und parallel läuft eine rechtliche Schiene, die ich leider auch noch nicht habe. Also ich bin da. Was war eigentlich der Grund deines Anrufes? Einfach mal ein bisschen so zu erzählen oder gibt es noch einen konkreteren Hintergrund? Um anderen Zuhörerinnen und Zuhörern zu sagen, so etwas gibt es. Aber der eigentliche Grund war, ich habe vor kurzem zwei meiner besten Freundinnen verloren. Ja. Zwar dadurch, dass die beiden waren zusammen, waren auch lesbisch. Ja. Oder sind lesbisch. Hatten dann ein wenig Stress miteinander. Die eine ist für eine Woche zu mir gekommen, um sich zu entspannen. Mhm. Und als sie wieder zurückgefahren ist, habe ich zwei Tage später von ihr eine SMS bekommen. Sie kann nicht mehr mit mir befreundet sein, weil ihre jetzt wieder Freundin glaubt, dass ich nur so tue, als ob um einem Lesben überhaupt ranzukommen. Oh, das ist natürlich ein Vorwurf, ne? Das ist ein Vorwurf, der mich sehr schwer getroffen hat, weil kurz vorher noch eine andere gute Freundin hatte, die kennt die beiden auch, hat ihr auch geschrieben, wo sie jetzt ist. Sie sagte, sie wäre bei mir. Ich unterbreche mal eben. Das ist aber auch kompliziert. Du bist ja immerhin äußerlich, zumindest wenn du nackt vor den Menschen stehst, ein Kerl. Ich stehe selten nackt vor Menschen. Hast du Verbindungen zu Frauen im Moment oder in letzter Zeit? Ich habe keine Freundin. Ich hatte vor circa einem halben Jahr mal eine Freundin. Ja, Freundin kann man nicht sagen. Es war eine Liaison für zwei Tage. Ja. Hattest du mit einer lesbischen Frau schon mal Sex? Das ist die Frage, was ist Sex? Also Sex so weit wie eine zwar haben kann, ja. Ein was haben kann? Wie ich ihn haben kann, so dass es für die andere Frau so ist, als ob sie mit einer Lesbe im Bett liegt. Ah ja. Soweit Sex ja, aber weiter nicht. Ja. Was natürlich dann für eine lesbische Frau wirklich hochgradig merkwürdig ist, dann mit jemandem im Bett zu liegen, der einen Penis hat. Ja, das ist der Punkt. Also ich versuche immer zu vermeiden, dass die Frauen, wenn ich mal eine Freundin oder wie auch immer habe, versuche ich immer zu vermeiden, dass diese Frau überhaupt mit dem Ding in Berührung kommt. Ja, du sagst Ding, das stört dich elementar.
Das stört mich elementar, ja. Bist du noch erregt und irrigiert dein Penis? Leider ja. Leider ja. Das heißt, das wäre dir lieber, wenn das auch nicht. Also die rein mechanische Sache funktioniert leider noch. Mhm. Onanierst du? Seltenst. Mhm. Das heißt, so ein Punkt, das ist für mich, wenn ich zu Freundinnen gefahren bin, da für ein paar Tage geblieben bin, vorher ja eigentlich zwangsweise, um zu verhindern, dass es zu einem nächtlichen Samenerguss kommt. Ja. Wie ist es denn obenrum? Du kriegst doch keine Hormone, das heißt, es gibt auch keinen Busen. Das kann man vortäuschen, also das ist nicht so schwierig. Ja. Also komplizierte Situation für dich, glaube ich, im Moment. Sehr und, und der Vorwurf, der da gemacht worden ist, der trifft dich, das kann ich gut nachvollziehen, ist sehr schwer zu entkräften. Letztendlich geht das ja nur auf einer Basis der Vertrautheit, ja. Ne, dass man das auch glaubt, was mit dir los ist. Du wirst einen schweren Weg noch gehen müssen, bevor du dahin kommst, wo du hin möchtest, nämlich zur gänzlichen Umwandlung. Das war bis auf eine Freundin, die noch in Koblenz wohnt, war das eigentlich so mein einziger Kontakt zu Leuten, die... Ich würde dir gerne jetzt gleich noch eine Adresse, wenn du die nicht sowieso längst hast. DGTI? Wie die Abkürzung lautet, weiß ich nicht. Aber es ist eine Selbsthilfegruppe für Menschen, die in deiner Situation sind, die auch kurz vor Umwandlungen stehen oder es schon getan haben. Kennst du das? Ja, kannst du mir gerne mal geben. Ja. Wahrscheinlich habe ich die schon. Ja, aber das ist doch sicher ganz gut auch dann, dass du einen Anlaufpunkt hast und vielleicht auch mit anders Betroffenen die Erfahrung austauschen kannst. Ja, das ist... Ja? So, dann machen wir es so, dann legst du auf und meine Psychologin, die Heide, ruft dich an. Und ich wünsche dir für die vielen schwierigen Sachen, die vor dir liegen, wirklich viel Kraft und alles Gute. Ja, und ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Jette, danke schön. Tschüss. Auf Wiederhören. Jo, tschüss. 0800 220 50 50, Telefonnummer, Faxnummer lautet 0800 220 50 51 und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Martina, 26, hallo Martina. Hallo Domian. Hallo Martina. Wie geht's? Also, ich habe da ein Problem. Ja? Und zwar geht es darum, mein Freund, der schlägt mich beim Sex. Der schlägt dich beim Sex, aber sonst schlägt er dich nicht, hoffentlich. Nein, sonst nicht. Das Problem ist, er streckt sich wirklich nur auf diesen Bereich. Wie geht das vor sich? Wie kann ich mir das vorstellen? Ja, also er kann praktisch, also ich habe die Vermutung, weil ich habe eigentlich noch nie richtig mit ihm darüber gesprochen, aber er kann praktisch meiner Meinung nach nur sexuelle Lust empfinden, indem er mich schlägt. Mhm. Und das hat eigentlich ganz harmlos angefangen, also vorher war das ganz normal. Und nach einiger Zeit fing das halt an mit so ganz soften Geschichten, wo ich dann halt auch gedacht habe, okay, dann probierst du das mal aus, vielleicht gefällt dir das auch. Ja, was ist soft? Ja, sprich, so einfach so Klaps auf den Po hauen oder... Ja, also mit der Hand ein Klaps, irgendwie so ein bisschen. Ja, genau, genau. Und das ging aber halt immer weiter und... Wie weit ist es jetzt? Jetzt ist es so weit, dass ich halt teilweise wirklich blaue Flecken habe oder Blutergüsse und Schlägt er dich mit deiner Peitsche? Oder Nein, Stöcken? Mit der Hand. Immer mit der Hand? Immer mit der Hand. Immer auf den Po oder überall auf dem Körper? Überall. Und du stehst da null drauf? Ja, also am Anfang habe ich gedacht, vielleicht bin ich gefallen da dran, weil ich wollte ihn auch irgendwie, ich wollte ihn nicht verlieren, also habe ich mir gedacht, ich mache das einfach mal mit. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass mir das überhaupt nicht mehr gefällt. Und dann habe ich ihm das auch gesagt, ob das denn nicht auch mal ohne geht, ob wir auch nicht mal normal miteinander schlafen können. Ja. Dann hat er auch immer gesagt, ja klar, können wir ausprobieren. Nur halt, wenn es dann dazu gekommen ist, ist es immer halt in die Richtung ausgerufen. Wie lange seid ihr zusammen schon? Circa anderthalb Jahre. Und so relativ krass, so wie du es gerade beschrieben hast, wie lange läuft das schon? Ja, das läuft schon ein Jahr ungefähr. Ein Jahr schon? Ein ganzes Jahr? Genau. Das heißt doch dann letztendlich, dass du immer Angst haben musst, wenn es zum Sex kommt. Ja, das eigentlich schon, weil ich wünsche mir eigentlich jedes Mal, dass es anders läuft und ich hoffe auch darauf. Und kein Mal passiert es anders. Und jedes Mal wirst du versohlt. Richtig, genau. Um es salopp auszudrücken. Genau. Und deine, ich muss gar nicht weiter wahrscheinlich fragen, was deine sexuelle Erregtheit anbelangt, die ist weg. Die ist total weg. Du denkst nur, hoffentlich ist es bald vorbei. Richtig. Mhm. Und das Problem ist auch, am Anfang war es halt nur im sexuellen Bereich so. Mhm. Und mittlerweile behandelt er mich auch halt auch so sehr schlecht. Also wenn wir jetzt, wir haben ein kleines Kind zusammen, das ist jetzt gerade 3 Monate alt. Mhm. Und ich habe halt gemerkt, er hat völlig den Respekt vor mir verloren. Also er nimmt mich nicht ernst, wenn ich ihn um Hilfe bitte, dann... Ach so, dann geht das Verhalten, was dir nicht gefällt, durchaus auch in den Alltagsbereich hinein. Richtig, genau.
Also das hat sich aber eingeschlichen, das war nicht die ganze Zeit so. Ich habe das gar nicht gemerkt. Also ich habe mit einer Freundin darüber geredet und die hat mir praktisch dann die Augen geöffnet. Die hat gesagt, du merkst gar nicht, wie weit das schon fortgeschritten ist. Also heißt das im Klartext, dass diese Beziehung sehr kriselt? Ah, total. Total, ne? Total. Also wenn so etwas Elementares im Bett nicht stimmt, finde ich, muss man schon mal alle Warnlampen einschalten. Ja, ja. Wann hast du ihm das letzte Mal gesagt, dass dir das nicht gefällt? Das war vor circa 3 Wochen. Da habe ich ihm also auch ganz klar, das erste Mal ganz klar und deutlich gesagt, ich möchte es absolut nicht mehr. Nicht nur mal, sondern gar nicht mehr. Hast du so klar erst vor 3 Wochen gesagt? Richtig. Ist natürlich auch ein Fehler. Ja, ich habe vorher immer so versucht, irgendwie so zu sagen, ja, es wäre ja mal schön, wenn es mal ohne gehen würde. Wir können das zwar ab und zu mal machen, aber nicht immer. So, wie hat er denn darauf reagiert, als du das so klar gesagt hast? Ja, er war eigentlich, also er war nicht sauer, er hat eigentlich auch sehr verständnisvoll reagiert. Ich habe ihn auch gefragt, ob es sein kann, dass er nur noch dadurch sexuell erregt wird. Ja, ja. Und das hat er ganz klar von sich gewiesen. Er meinte dann halt nur, in seiner Leidenschaft passiert es halt immer wieder und ich sollte ihn versuchen, da drin zu bremsen. So, das war vor 3 Wochen. Ich gehe mal davon aus, dass ihr in der Zwischenzeit schon wieder miteinander geschlafen habt. Nee, das Problem ist, seitdem hat er mich nicht mehr angefasst. Ach so. Also er hat sich dann komplett von mir zurückgezogen. Das heißt, er ist jetzt auch irritiert vielleicht wahrscheinlich. Denke ich mir, ja. Weil er nicht weiß, ob er was falsch macht oder ob er dir zu nahe tritt. Ich meine, ein Grundfehler ist natürlich, dass du zu lange geschwiegen hast, finde ich. Aber nur gut, nur ist es passiert. Du hast es ja gesagt. Ja, richtig. Jetzt gibt es aber auch noch die Problematik im Alltagsbereich. Genau. Erstmal nochmal grundsätzlich gefragt, wie ist denn dein Gefühl für diesen Mann? Ja, ich empfinde schon noch etwas für ihn und ich wünsche mir natürlich, dass daraus eine glückliche Beziehung wird, nur aber ich empfinde wenn ich ganz noch ehrlich bin, dann, wenn ich also ganz ehrlich mir gegenüber bin, dann habe ich ganz klar das Gefühl, dass das nie wieder so sein wird, weil ich habe wirklich das Gefühl, er hat komplett den Respekt vor mir verloren, absolut. Das hängt aber nicht, erst in den letzten drei Wochen, ne? Nein. Das war vorher schon so. Das war schon vorher, ja. Wie macht sich das deutlich, dass er seinen Respekt vor dir verloren hat, wie du sagst? Ja, wir haben ja dieses kleine Kind jetzt zusammen und das war am Anfang halt sehr schwierig, weil er sehr viel geschrien hat und dann habe ich ihn nachts angerufen, habe ihn gebeten, dass er vorbeikommt, weil wir wohnen getrennt, wir wohnen nicht zusammen. Und dann hat er einfach aufgelegt oder ist nicht ans Telefon gegangen. Dann hat er mich 5 Tage lang einfach total außer Acht gelassen, hat alles ignoriert, alle Kontaktaufnahmen ignoriert. Hast du ihn denn danach zur Rede gestellt? Ja, klar. Und was sagt er da? Ja, das ist ja das Problem. Also ich habe manchmal das Gefühl, er schafft es wirklich, mich wunderbar zu manipulieren, weil er stellt es immer alles so dar, als wäre das meine Schuld im Endeffekt. Auch als ich das Thema angesprochen habe, dass er nie zärtlich zu mir ist, auch mal mit ihn im Arm nehmen oder irgendwie so etwas, dann kommt immer zurück, ja, aber daran bist du selber schuld, weil du selber kühl bist oder weil du halt immer Stress machst. Ne? Also im Endeffekt spielt er mir immer den schwarzen Peter zu, sozusagen. Also er macht das ganz geschickt und hat dich relativ gut in der Hand. Ja, total. Ne? Und nutzt vielleicht auch deine Schwächen aus steht so für sich immer gut da. Richtig. Also er weiß, dass ich sehr an ihm hänge und er weiß, dass ich mir nicht sehnlicher wünsche, dass es einmal wieder gut laufen wird und das nutzt er halt total aus. So, es klingt sehr kaputt schon. Und da macht mich auch stutzig, wenn du sagst, ja, eigentlich liebe ich ihn schon noch, aber so richtig dann auch nicht mehr und ich habe die Hoffnung, dass es irgendwann nochmal wird. Traust du dir zu, dass du das in die Hand nehmen kannst, indem du ihn noch mehr zum Gespräch forcierst und hinführst? Oder hast du schon Sorge, dass er dich immer wieder runterquatscht? Und ja, richtig. Weil ich habe das auch mehrmals versucht, jetzt nicht nur in Bezug auf den Sex, sondern auch auf das Zwischenmenschliche bezogen. Und das hat er immer wieder geschafft. Dann würde ich in diesem Fall wirklich, wenn das so klar ist und wenn du dich auch selbst so einschätzt, dass er dich letztendlich immer vielleicht auch rhetorisch plattwalzt, würde ich ihm vorschlagen und ihn darum bitten, dass ihr zusammen zu einer Beratung geht. Ihr beide zusammen. Ne, da hast du eine neutrale Person dabei, die ihn auch korrigiert. Und da kannst du auch Vertrauen haben, dass du da nicht manipuliert wirst. Ja.
Und wenn er sich da weigert, das zu machen, ist das schon ein ganz schlechtes Zeichen für ihn. Ja, das vermute ich. Also ein ganz schlechtes Zeichen. Dann würde ich an deiner Stelle sogar, würde ich jetzt so weit gehen und würde dir sagen, dann geh alleine erstmal hin. Damit du einfach so ein Korrelat hast in deinem Leben auch. Ich meine, du hast deine Freundin, die hat dir ja schon ein bisschen auch was aufgezeigt. Aber so scheint es ja nicht weitergehen zu können. So geht's nicht weiter. Nee, auf gar keinen Fall. Ich würde dir gerne eine oder zwei Adressen in deine Umgebung von meiner Psychologin geben lassen, wo du hingehen könntest oder wo ihr hingehen könntet. Okay? Alles klar. Legst du auf, Heide ruft dich an. Ja, super. Vielen Tschüss. Dank. Tschüss. Alles Gute. Tschüss. Ja, danke. So, ihr Lieben, nächste Woche... Ich sage immer nächste Woche, diese Woche, ich meine nächsten Samstag, diese Woche Samstag, habe ich wieder prominenten Besuch. Und das ist mein prominenter Gast diese Woche Samstag, Jasmina Filali, eine wunderschöne Frau, die Samstag um 23.30 Uhr im WDR-Fernsehen hier bei mir zu Gast sein wird. Und ihr könnt wieder mitmachen, ihr könnt wieder anrufen, so wie letzte Woche bei Alexander auch, und könnt die Jasmina fragen und euch mit ihr unterhalten. Jasmina Filali. Ach, ich sehe gerade, wir fangen diesen Samstag wieder etwas anders an, um 23.45 Uhr. Ist immer so ein bisschen anders. 11:45 Uhr, diese Woche Samstag, Jasmina Filali, Gast bei Domian. So, Arne ist hier und Arne ist 22 Jahre alt. Hallo Arne. Hallo Domian. Grüße dich. Dein Thema. Ich wollte über mein Problem sprechen, nämlich meine Schüchternheit. Ja. Weil die ist ziemlich extrem. Also ich habe keinerlei Freunde, außerhalb der Familie eben. Ja. Was machst denn du so in deinem Leben? Ja, also eigentlich, ich meine, ich bin mit meinen Großeltern öfters, weil ich da eben im Garten helfe, und sonst... zu Hause bin ich eigentlich den ganzen Tag am Computer. Achso, du hast keinen Job im Moment? Im Moment nicht, nee. Ja. Also ich habe nur so einen Nebenjob als Übersetzer, dass ich eben auch von zu Hause mache, aber sonst... Ja, hast du was gelernt, hast du dann was? Ja, ich habe nur Abitur und sonst nichts. Ich hatte meine Ausbildung angefangen, aber die hatte ich eben dann auch wieder abgebrochen. Wegen. Aber als Übersetzer, dann, das heißt, du musst irgendeine Sprache sehr gut können? Ja gut, also Englisch. Ja, na gut, also jeder kann auch nicht Übersetzer in Englisch sein, also... Ja gut, schon klar. Ja. Du hast eine Ausbildung angefangen und die hast du abgebrochen? Die hatte ich abgebrochen, ja, weil auch wegen meiner Schüchternheit zum großen Teil, weil ich habe eben einfach, weiß nicht, ich fühlte mich da so allein gelassen, weil ich da auch in eine andere Stadt ziehen musste. Was war das für eine Ausbildung? Fachinformatiker war das. Ja, und jetzt wohnst du bei den Eltern? Nee, ich habe jetzt eine eigene Wohnung. Aber in der Nähe der Eltern? Ja, also das ist die Wohnung. Stadt. Einzelkind? Nee, ich habe noch einen jüngeren Bruder. Ja. Keinen guten Freund? Nein. Überhaupt niemanden? Ich hatte, also das letzte Mal einen wirklich guten Freund hatte ich, glaube ich, in der 6. Klasse, also vor 10 Jahren oder so. Schon mal eine Frau gehabt? Auch nicht. Gar nichts? Also mal ich auch noch nicht genau sicher bin jetzt, wie meine sexuelle Orientierung auch ist. Achso, das ist noch offen. Das heißt, das muss man noch ausprobieren, wohin es geht. Ja, ich habe eben noch keinerlei Erfahrung in der Richtung. Woher kommt die Schüchternheit? Ich weiß nicht, also wenn ich meine Eltern mal so gefragt habe, das schien eigentlich schon von Anfang an so zu sein. Also es fiel schon im Kindergarten auf, dass ich mich da immer abgekapselt hatte und dann eben allein irgendwie mit Bauklötzen gespielt hatte in der Ecke. Und bist du schüchtern oder bist du nur ein Eigenbrödler? Eigentlich beides. Also ich habe erstmal Angst vor Menschen oder auch vor größeren Menschenansammlungen vor allem. Ja. Und es ist eben auch so, dass ich durchaus auch gern alleine bin für mich. Nur eben nicht immer, nicht die ganze Zeit. Du sagst, du hast Angst vor Menschen. Was macht die Angst aus? Ich weiß es nicht. Also es ist immer diese Unsicherheit, dass ich irgendwie was Falsches sagen könnte, was Falsches machen könnte oder so. Aber weißt du, dass das sensationell ist, dass du hier anrufst und jetzt vor einem riesengroßen Publikum sprichst? Ja, ich habe mich auch lange mit überwinden müssen. Ja, Wahnsinn ist das. Jemand, der sagt, ich bin schüchtern, ich habe Angst vor Menschen, ich lebe völlig isoliert und hat dann den Mumm, hier anzurufen und so offen zu reden und gut zu sprechen auch. Du stotterst ja nicht rum und du formulierst ganz normal, finde ich erstmal schon mal eine ganz tolle Sache, Mann. Ja, wirklich. Ja, also ich schaffe es irgendwie immer ganz gut, mich so zu beherrschen, so ein bisschen. Ja, aber es zeigt... aber es zeigt ja auch einen Leidensdruck, ne? Sonst würdest du das ja nicht machen. Das ist ja auch kein schönes Leben, was du führst. Nee, also ich weiß nicht, ich vegetiere irgendwie so ein bisschen dahin. Wie war das denn in der Schule, also als du schon älter warst? Warst du da auch komplett isoliert oder gab es doch vielleicht es gab so zwei, drei Leute vielleicht, mit denen hatte ich eben innerhalb der Schule Kontakt gehabt, aber außerhalb haben wir uns eigentlich nie gesehen. Höchstens mal vielleicht, um irgendwelche Hausaufgaben zusammen zu machen, aber
sonst sowas unternommen irgendwie, habe ich eigentlich nie. Mhm. Also da sind jetzt ganz viele Bereiche, die jetzt irgendwie, wo was geschehen muss. Einmal, was die menschlichen Beziehungen anbelangt. Dann aber auch den Bereich, dass du was lernen musst und was arbeiten musst. Ja. Du kannst ja nicht dein ganzes Leben lang jetzt demnächst irgendwie vor dem PC sitzen und dich einigeln. Von was lebst du im Moment? Von der Sozialhilfe? Oder? Nee, also das Übersetzerjob, den ich habe, also der reicht so, um irgendwie rumzukommen. Also es bleibt jedenfalls nicht viel übrig am Ende des Monats. Ja. Mhm. Was ist dein Traum? Was wäre dein Traum? Was ist dein Traum? Jetzt in beruflicher Hinsicht? Generell, das Leben. Ja, so, betreffend. Dass ich wenigstens vielleicht, weiß nicht, so ein, zwei gute Freunde habe und auch irgendwie eine Beziehung mal. Mhm. Dass ich irgendwann mal wirklich so, weiß nicht, wie man sich das eben vorstellt, Familie, Kinder, Haus. Ja. Ja. So das ganz normale eben. Ja. Und beruflich, was wäre da so dein Wunsch, wenn du frei entscheiden könntest? Ja, also es ist irgendwie... Ah, ich unterbreche mal eben. Hast du den Fernseher oder das Radio im Hintergrund an? Habe ich alles ausgestellt. Ja, ich kriege einen Hinweis von meiner Regie, aber ich höre eigentlich auch nichts. Okay, machen wir mal weiter. Also beruflich, was wäre da so der Wunsch? Ja, es ist sehr schwierig, weil ich mir da auch nicht so ganz sicher bin, was mich jetzt genau interessiert. Es gibt irgendwie so einige Sachen, die mich interessieren, aber eben nichts, was mich wirklich jetzt so vollends begeistern würde. Ja. Wenn man so leidend ist und wenn man unter etwas so leidet, dann... stellt sich ja die Frage, was habe ich schon versucht, dagegen zu unternehmen? Gab es da Sachen, die du schon... Hallo? Ja. Ah, das war gerade ganz weg. Gab es Sachen, wo du sagst, ja, da habe ich schon mal versucht, was zu tun und bin aber dann kläglich gescheitert? Ja, also ich habe schon mal versucht, jetzt zum Beispiel so Psychologen zu gehen, aber irgendwie war das nie das Richtige gewesen. Ich meine jetzt gar nicht mal so direkt, dass man sich professionelle Hilfe sucht, sondern hast du schon mal den Versuch unternommen, dich... in einen Verein zu gehen oder alleine abends auszugehen und jemanden anzusprechen oder irgendwas zu machen. Also, wenn ich so alleine ausgehen würde, ich glaube, da würde ich niemanden kennenlernen. Also ich würde mich nicht trauen, jemanden anzusprechen. Mhm. Mhm. Vereine sind ja immer eine ganz gute Sache. Dass man sich irgendwas ausruht, was einen interessiert. Mit den Interessen, die ich habe, das sind meist Leute, die älter sind dann drin in diesen Vereinen. Also ich interessiere mich zum Beispiel so für Geschichte und die Leute sind teilweise, weiß nicht, so ab 40 Jahre aufwärts. Und ist auch erstmal egal. Dass du erstmal Kontakte bekommst, weil wenn du einen Kontakt hast, daraus resultiert vielleicht irgendwie dann wieder ein anderer Kontakt. Also ich finde, dass man immer auch dann etwas unternehmen muss, dass man sich auch nicht dann so gehen lassen darf in so eine Isolation. Und das ich habe so ein bisschen Eindruck, dass du es tust. Ja, das schon. Also ich weiß nicht, ist das eben wirklich, dass ich das jetzt Jahren ist, hat sich das eben so... Nehmen wir mal das letzte Jahr. Nehmen wir mal ein Jahr. Wir spulen mal ein Jahr zurück. Was hast du im letzten Jahr unternommen, um aus deiner Misere, sag ich mal, rauszukommen? Eigentlich gar nicht. Ja, siehst du, das ist schlecht. Das ist schlecht. Jetzt hast du was getan. Du hast jetzt hier angerufen. Ja. Ja. Ja, nee, nimm mich sehr ernst. Wiegt schwer, finde ich. Du musst, ich finde, dass du auf paralleler Basis agieren musst jetzt. Du musst versuchen, selbst etwas in die Wege zu leiten, indem du dir irgendetwas, du hast Interessen, du sagst, du interessierst dich für Geschichte oder weiß ich was. Ja. Dass du überlegst, welche Interessen habe ich und dich dann schlau machst, du bist PC erfahren, du weißt, wie man es macht, ob es da irgendetwas gibt, wo man hingehen kann, wo Menschen sich treffen, um etwas zu machen. So, das ist die eine Sache, dass du einfach nur erstmal Kontakt trainierst. Und wenn es auch ältere Leute sind, erstmal ist auch egal. So, und ja, die andere Basis ist, die andere Schiene ist, dass du auch zusätzlich dir, finde ich, in dem Fall schon auch noch professionelle Hilfe suchen solltest, um dich stabiler zu machen für sowas. Aber du musst jetzt die Energie aus dir rauspumpen. Ja. Von nichts kommt nichts. Ist schon klar. Und nur dann kannst du deine Ziele auch erreichen, irgendwann mal ein paar Freunde zu haben, irgendwann einen Sexualpartner zu haben, eine Liebe zu haben, irgendwann vielleicht auch mal einen guten Job zu haben, der dir Spaß macht. Und aus diesem verdammten, aus dieser verdammten Ecke, Gefängnis zu Hause rauszukommen. Ja. Das ist doch ein Gefängnis, oder? Ja, eigentlich schon, weil ich habe mich quasi abgeschottet irgendwie. Mhm. Auch wenn ich eben so ein bisschen Kontakt habe, dass ich eben einkaufen gehe oder mit meiner Familie. Was sagt eigentlich die Familie dazu? Die kriegen das doch mit, dass du eigentlich ein seltsamer Vogel bist, wahrscheinlich für die. Ja gut, seltsamer Vogel weiß ich nicht unbedingt. Also meine Eltern wissen das natürlich schon seit meiner frühesten Kindheit, dass ich immer Probleme damit gehabt habe, mit meiner Schüchternheit und dass ich eben immer sehr zurückgezogen war. Ja. Und so richtig unternommen, weiß ich nicht. Also die nehmen das so hin und die kennen dich gar nicht anders? Ja, die kennen mich eben nicht anders. Das ist so. Die wissen, dass ich damit Probleme habe. Mhm.
Gut, mittlerweile denken sie vielleicht auch, dass ich alt genug bin, um da selber. Ja, finde ich auch. Und ich finde vor allen Dingen, du bist erst 22, da schaffst du das noch. Wenn du das noch länger laufen lässt, noch länger schleifen lässt, wird es immer schwieriger für dich, da rauszukommen. Mhm. Ich glaube, das ist jetzt noch eine Möglichkeit, das wird schon schwierig genug werden. Ich will das gar nicht kleinreden. Aber jetzt geht das alles noch. Wenn du noch 10 Jahre älter wärst, so ist es alles wahnsinnig kompliziert. Ja, mein Problem ist eben wirklich nur, wo anfangen. Bitte? Wo anfangen ist eben meine Frage. Ja, in dem, was ich hier gerade gesagt habe, such dir was aus, was dich interessiert und dann gehst du hin. Ja. So. Und das andere ist, ich werde dich noch gleich an meine Psychologin weiterverweisen, die dir noch ein paar Tipps geben kann. Such dir noch eine professionelle Unterstützung dabei. Ja. So, das ist der Anfang und dann musst du ran. Und dabei wünsche ich dir alles Gute, Arne. Ja, danke schön. Du legst auf, wir rufen nochmal zurück. Okay. Tschüss. Danke, tschüss. 0800 220 50 50 oder die Mailadresse domian@wdr.de. Nicole 24. Hallo, Nicole. Ja, hallo, Domian. Nicole, um was geht's bei dir? Also bei mir geht's auch um das Thema Übergewicht, weil ich letzte Woche schon mal angerufen hatte und auch einen jungen Mann bei dir in der Sendung gehört hatte. Ja. Und ich da mittlerweile sehr Probleme habe, aber da irgendwie nicht rausfinde. So, jetzt brauche ich erstmal die Grunddaten. Größe? 1,78. Ja. Gewicht? 174 Kilo. Wow. Ja, doch. Das ist schon ganz schön, ne? Mittlerweile ja, das hat sich in den Jahren so hochgeschaukelt. Also ich war noch nie schmal, habe noch nie normale Gewicht schon, aber keine normale... Das ist wirklich verrückt, dass Stimmen darüber kaum etwas aussagen. Wenn du das jetzt nicht gesagt hättest, ne, würde ich denken, das ist eine ganz junge ja sowieso, aber ganz schlanke Frau, mit der ich da spreche. Nee, gar nicht. Ja, man hört es halt selten in der Stimme. 24, ne, sagt sie ja. Gerade. Wie lange schon übergewichtig? Oh, eigentlich meine ganze Kindheit schon. Also es fing in der Grundschule an, dass ich da schon etwas mehr gewogen habe als alle anderen. Mhm. Und das hat sich jetzt so, ich sag mal, in den letzten 5, 6 Jahren erst sehr hochgeschaukelt, dass es immer mehr wurde. Wir halten noch mal fest. 174 Kilo, ne? Leider, ja. Nicht Pfund? Nein, Kilo. 174 Kilo. Ja, leider. Kannst du dich überhaupt noch normal so im Alltag bewegen und den Alltag so normal gestalten? Ja, also da habe ich keine Probleme mit. Ich gehe auch normal arbeiten. Ich fange morgens um 7:30 an, bei meinem Vater mit im Büro zu arbeiten. Ah ja. Mhm. Und bin dann auch meistens so gegen 5, 6 zu Hause. Mhm. Warum bist du so dick? Isst du so viel? Also ich habe vor 2 Jahren eine Therapie gemacht in Ratingen in einer Klinik und da habe ich in dieser Therapie festgestellt, dass ich Frustesserin bin, also weil ich nie so wirklich wahrgenommen habe. Ja. Also wenn ich Probleme habe oder so, dann... Immer rein damit? Ja. Und was vertilgst du so am Tag? Also eigentlich sage ich mal ganz normal. Ich esse morgens mein Brötchen im Büro in meiner Pause und wenn ich zu Hause bin, mache ich mir auch ganz normal noch was. Was isst du denn tagsüber? Also morgens das Brötchen und den Tag über im Büro? Süßes? Ja, auch. Kommt drauf an, ja. Je nachdem. Also ich habe gemerkt, wenn ich Probleme habe im Büro auch, irgendwie Streit oder so, dass ich dann zwar bewusst, aber irgendwie doch unbewusst dann an eine Bude gehe oder im Laden gehe und dann übermäßig einkaufe und so. Kommt hinzu auch noch, dass du dir dann ab und zu Fritten holst und sowas? Ja, Pizza? Das auch, ja. So, und dann abends. Abends ist ja immer sehr gefährlich, wenn man abends zu Hause sitzt, Fernsehen guckt und so. Da auch noch viel Esserei? In letzter Zeit eigentlich nicht, weil ich versuche das zu ändern. Nur früher war es eigentlich ja. Also da bin ich abends mit meinem Hund noch rausgegangen, dann an der Bude mal, weiß ich nicht, 4 Eis geholt und eine Tüte Chips und 2 Flaschen Cola so ungefähr. Oh ja, das geht natürlich. Getränke auch, ne? Getränke haben ja auch extrem viel Kalorien. Ja, also ja. Cola, Zitronentee viel, also dieses Pulver dann selber. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn man so schwer ist, 174 Kilo als Mädel, 1,78 groß, dass einen das sozial auch sehr isoliert. Ist das so, dass du also nicht viele Freunde oder keinen Freund hast? Also Freunde habe ich sehr wenige. Also ich muss sagen, ich habe eine sehr gute Freundin, mit der ich über sowas eigentlich selten rede. Mhm. Aber sie geht auch normal mit mir raus, auf der Straße oder geht auch zusammen mit mir weg, also in die Disco oder in Bars oder so. Mhm. Also das macht sie schon, also da steht sie schon zu mir. Aber ansonsten so wirkliche Freunde. Wenig. Wenig. Wie sieht es mit Männern aus? Ja, ich bin jetzt ungefähr 1 Jahr solo. Ich war 4 Jahre mit meinem Freund zusammen. Ah ja. Aber ich sag mal, ich habe ihn dann eigentlich so ein bisschen weggestoßen, weil ich so diese Berührung nachher nicht mehr aushalten konnte. Die Berührung? Ja. Weil du dich geschämt hast? Auch, ja. Weil du dachtest, der findet das ekelhaft, wenn der mich anfasst und...
Ja, weil, weiß ich nicht, wenn ich mir das vorgestellt habe, so nachher, wenn wir im Bett liegen und miteinander schlafen oder so, weiß ich nicht, war mir ziemlich unangenehm. Dann habe ich ihn deswegen nachher irgendwie so rausgedrängt aus der Beziehung. Naja. Also im Klartext, du findest dich selbst unästhetisch. Ja. Ja, wenn du nackt vorm Spiegel stehst, möchtest du gar nicht hingucken. Nee, also ich vermeide es auch, meinen restlichen Körper im Spiegel zu sehen, außer mein Gesicht. Das heißt so Sommer, Badeanstalt und so ist auch nicht? Doch, das mache ich wiederum schon. Ja. Also ich gehe unheimlich gerne schwimmen, auch wenn nicht oft, aber ich gehe gerne schwimmen und ertrage dann auch die Blicke, die dann kommen. Und die kommen, ne? Ja, die merke ich ja natürlich sicher. Gibt es auch Sprüche von Leuten, dass die irgendwie dich beschimpfen oder hämische Sprüche loslassen? Also das habe ich seit ein paar Jahren eigentlich so verdrängt. Also die höre ich nicht mehr, da höre ich nicht mehr hin. So, jetzt ist dein Ziel, könnte ich mir vorstellen, dass du es runter... Ja. Hungerst oder wie auch immer. Wie weit unten warst du schon mal? Du hast wahrscheinlich auch schon Versuche unternommen. Du sagst, du warst ja in der Klinik. Also in der Klinik, da war ich 3 Monate. In diesen 3 Monaten habe ich ungefähr 8 Kilo abgenommen. Das ist nicht viel. Nee, leider nicht. Weil ich da dann auch eben Freigang hatte. Also so ist das da, Freigang mit einer anderen Patientin. Ach so, und da hast du dir heimlich was reingezogen. Ja, hat ja dann keiner kontrolliert, klar. Ja. Also müsstest du eigentlich in eine geschlossene Klinik. Ja, es war sozusagen eine geschlossene Klinik, nur wir durften am Anfang in den ersten Monaten nur mit Begleitung raus und im zweiten Monat dann nachher alleine und da hat es dann natürlich keiner mehr kontrolliert. Hast du denn, ich habe das gerade ja mit dem Arne auch besprochen, als ich sagte, wenn man so unter etwas leidet, muss man ja auch selbst versuchen dagegen anzugehen, das ist in deinem Fall ja ganz genauso. Abgesehen von dieser Klinikgeschichte, hast du denn selbst auch schon Versuche unternommen durch Disziplin, durch Diäten oder durch einfach frisst die Hälfte etwas runterzukommen? Ja, ich habe es probiert. Ich fange auch jedes Mal damit an und nehme es mir auch vor. Nur sobald ich dann wieder irgendwelche Probleme habe, die mich irgendwie gefühlsmäßig oder so total umhauen, dann fängt sie da von vorne an. Also müsste das psychologisch auch geknackt werden, ne? Dass dieser Mechanismus nicht stattfindet, Problem gleich Maß kaufen oder so. Ja, genau. Ne? Und das ist ja wahrscheinlich bei dir auch völlig eingefahren, dass es genau immer so funktioniert. Ja. Das heißt, eigentlich müsstest du eine gute psychologische Betreuung haben und parallel dazu ja entweder eine vernünftige Diät machen oder dich eben sehr disziplinieren und dir sagen, okay, ich mache mir jetzt so einen Speiseplan und lass radikal all diese Sachen, die du wirklich richtig fett machen, weg. Da bleibt ja immer noch genügend übrig, was auch noch schmeckt. Ja, aber das ist das Schwere daran, dann zu sagen, nein, brauche ich nicht, weil ich sitze meistens da und sag jetzt mal, schieb eine Tüte Chips in mich rein, bin da mittendrin und guck dann in die Tüte und denke, warum eigentlich? Du hast doch gar keine Probleme, du hast doch gar nichts erlebt oder so heute. Ich weiß, ist auch nicht direkt Langeweile oder so, das noch niemals, weil Beschäftigung habe ich eigentlich genug, aber... Sport treibst du auch nicht? Nein. Nee, siehst du, das wäre auch ein Punkt, dass du dir einfach so einen ganzen, eigentlich einen neuen Lebensplan machen müsstest. Ja, ne? Eigentlich direkt von vorne anfangen. Was sagen deine, hast du einen Arzt, der schon irgendwie gesagt hat, also jetzt wird es auch vielleicht irgendwann bedenklich, wenn man so schwer ist, können ja auch unter Umständen gesundheitliche Probleme entstehen? Nee, gar nicht. Noch nicht, du bist ja auch noch recht jung, da geht das noch. Ja, nur ich sag mal, ich bin 24 und möchte auch irgendwann, sag ich mal, Kinder haben und Familie haben. Mit dem Gewicht ist das natürlich auch sehr schwer. Ja, und du möchtest auch mal alt werden und vielleicht nicht mit 35 schon kaputte Knie haben, ne? Oder der Rücken. Was ich ja eigentlich jetzt schon habe mit den Knien. Also die Probleme merke ich mittlerweile jetzt schon. So, was soll jetzt geschehen? Es muss etwas geschehen. Und das geschieht auch nur mit deinem Zutun. Ja. Was für einen Plan hast du im Kopf? Ja, also ich habe schon öfters versucht, beim Psychologen oder in Selbsthilfegruppen reinzukommen. Mhm. Da werde ich jedes Mal abgeschmettert, so viel zu lange Wartezeiten und wir sind voll und rufen sie in 3 Monaten nochmal an und so bin ich bis jetzt immer wieder vertröstet worden. Ja, okay, also der Weg ist etwas kompliziert im Moment. Versuchen wir dir gleich noch ein bisschen zu helfen im Rahmen dessen, was wir machen können. Aber... wenn das auch im Moment noch kompliziert ist, darf man sich nicht bequem zurücklegen und sagen, ach, ich kriege keinen Platz beim Psychologen, esse ich weiter meine Chips. Ne? Nee, das nicht, aber... Das heißt, du könntest ja schon mal ein bisschen anfangen und kämpfen gegen dich. Kämpfen. Das ist eine Frage der Disziplin. Ja, nur manchmal habe ich da auch dann einfach keine Kraft zu, weil ich mir dann immer sage, wofür, für wen? Für dich? Ich hab so keinen, an den ich mich hängen kann. Nein, aber für dich und für deine Zukunft, für das, was du gerade gesagt hast, ich möchte vielleicht irgendwann noch mal eine Familie haben. Ich möchte vielleicht auch mich wieder neu verlieben. Ja, sicher. Ne? Und
ich könnte mir vorstellen, dass du gar keine Traute hast, dich überhaupt jetzt um einen Mann zu bemühen, weil du dich schämst, ganz einfach. Ja, sicher. So, und das sind doch schon zwei ganz, ganz dicke Gründe neben der Gesundheit, zu sagen, ich muss jetzt da was gegen unternehmen. Und wenn es auch langsam geht, aber ich muss in einem Jahr so und so viel Dutzend Kilo müssen unten sein. Ja, aber da ich das schon so oft probiert habe, habe ich immer wieder Angst davor, dass ich dann wieder zurückfalle. Egal. Und die Angst davor, die hält mich dann meistens ab. Verstehe ich. Aber die Angst, die muss man überwinden. Wenn du der Angst nachgibst, bist du verloren. Dann bist du irgendwann 200 Kilo schwer oder weiß ich was. Wollen wir uns gar nicht ausmalen. Der Angst darf man nicht erlegen sein. Das ist immer das A und O, wenn man in einer Sucht drin steckt, und irgendwie ist das ja auch eine Sucht bei dir. Ja, das ist auf jeden Fall eine Sucht. So kann man das sagen, ja. Dass man wirklich mit eisernem Willen immer wieder wie Sisyphus dagegen angehen muss, auch wenn man wenn man dann wieder Rückschläge erleidet und dann wieder aufsteht und etwas unternimmt. Ja. Ist leicht gesagt, weiß ich, aber nur so geht's. Ich finde im Moment auch, wenn ich ehrlich bin, irgendwie keinen Anfang da anzufangen. Morgen. Ist zum Beispiel ein Anfang. Morgen wird nichts Süßes mehr gegessen. Ab morgen. Das wird schwer. Morgen wird nichts Süßes mehr gegessen. Ab morgen kein Mars, kein Kuchen, keine Schokolade, kein Zucker. Ja, in der Hinsicht habe ich ja schon angefangen, indem ich jetzt schon seit 2 oder 3 Wochen nichts Süßes mehr esse und versuche, mich nur noch von Gemüse und so zu ernähren. Ja, na also. Also da habe ich schon etwas angefangen, weil ich habe vor... Das erzählst du mir jetzt gerade, das ist doch toll. Ja, ist doch super. Und das funktioniert auch. Bis jetzt ja. Also ich habe vor 3 Wochen von meiner Oma eine Ware gekriegt, die mich auch zum Glück trägt, sag ich mal. Ja. Und daher kann ich das mittlerweile so ein bisschen kontrollieren, wie viel ich wie. Ich gehe auch nicht jeden Tag drauf, weil die Routine will ich nicht dran haben. Ja. Aber immerhin, du hast es 3 Wochen durchgehalten, nichts Süßes zu essen. Ja, obwohl langsam merke ich, dass ich da doch wieder langsam etwas bräuchte, so Süßes. Nee, nix. Ich finde, 3 Wochen ist schon ein toller Erfolg und den machst du dir jetzt nicht kaputt. Jetzt auf in die nächsten 3 Wochen. Hoffe ich, ja. Hoffe ich auch. Kämpfe ich für jeden Tag für. Ja. Genau. Und wir rufen dich jetzt gleich nochmal an und wir versuchen dir doch nochmal, vielleicht gibt es doch irgendwelche Möglichkeiten, dass du auch noch so eine psychologische Betreuung kriegst. Ja, gut. Ne, so machen wir es. Okay. Du legst auf, wir rufen an. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050. Unser Thema diese Woche in der Nacht von Donnerstag auf Freitag heißt Verrat. Ich möchte mich gerne mit euch unterhalten über Verrat. Seid ihr schon mal Opfer eines Verrats geworden oder habt ihr einen Menschen oder eine Sache verraten? Das ist das Thema in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Und mein prominenter Gast am Samstag ist Jasmina Filali. Dennis, 28 Jahre alt. Hallo Dennis. Ja, guten Morgen Domian. Jo, guten Morgen. Dein Thema? Ja, mein Thema ist die Wahl in den USA. Ach du lieber Gott, ja, das ganze Fernsehen ist voll von Wahlberichterstattungssendungen. Genau, und ich habe mir auch werde mir die Nacht um die Ohren schlagen und dementsprechend mich durch die Kanäle setzen. Ja. Wann genau weiß man denn das Ergebnis? Ja, die ersten Hochrechnungen sind jetzt ja schon durch, also die ersten... 4, 5 Staaten sind leider schon an Bush gegangen, obwohl das schon im Vornherein klar war. Genau, das heißt noch gar nichts, ne? Das heißt momentan noch gar nichts. Ja. Also die sogenannten Swing States, die ab 2 Uhr jetzt, also kurz nach deiner Sendung, da hofft man die ersten Prognosen aus Florida zu sehen. Ja, also ein sehr politisch interessierter Mensch bist du, wenn du dir die Nacht um die Ohren haust. Ja, also ich habe auch ein bisschen, also mein Vater ist vor 24 Jahren ausgewandert in die USA. Aha. Hat dort eine Amerikanerin kennengelernt, dementsprechend war ich natürlich auch mehrfach drüben. Da auch familiäre Verbindung. Bist du Bushmann oder Kerrymann? Ja, also ich bin ja nun ein bekennender Bush-Hasser, muss ich sagen. Ja. Wie sicherlich viele. Wie die meisten. Dann natürlich auch gleich die Frage an dich. Ja, was willst für eine du das sagen, oder? Was für eine Frage? Ja, natürlich sage ich das. Was für eine Frage? Was für eine Frage? Ich bete dafür, dass es Kerry wird. Wo Kerry in meinen Augen jetzt auch nicht der ideale Präsident ist, aber alles ist besser als Bush, sage ich mir. Mir wäre ja am liebsten gewesen, wenn Hillary Clinton kandidiert hätte für die Demokraten. Ja, das wäre schön, aber das... Die ich sehr schätze. Das könnte ja eventuell in 4 oder 8 Jahren, je nachdem, ob Kerry jetzt gewinnt oder mal... Genau, das ist der Punkt. Wenn jetzt Kerry gewinnen sollte, ist es schlecht für Hillary Clinton. Das ist schlecht. Das ist neuer Punkt. Ja. Wenn Kerry jetzt nicht gewinnt, was wir alle eigentlich nicht wünschen,
dann hätte Hillary Clinton sicher gute Chancen bei der nächsten, beim nächsten Anlauf, soweit ich das beurteilen kann. Das ist richtig, ja. Mhm. Ja. Also ich muss ja auch noch dazu sagen, also für mich gehört Bush beispielsweise vor das UN-Kriegsverbrechertribunal, also sage ich einfach. Also ich muss ja immer sagen, dass ich immer fassungslos bin, wenn ich diese Berichte im Fernsehen sehe über diesen Mann. Ich wundere mich immer darüber, dass der überhaupt in der Lage ist, diesen Job auszuführen und dieses Amt zu führen, weil ich ihm das gar nicht zutraue. Nein, der Mann selber ist dumm. Also der Mann ist eine Marionette von seinen Beratern, die ja auch größtenteils schon unter seinem Dad gedient haben. Es gab ja diese wunderbare Unterstellung oder die Vermutung, dass bei einem der Duelle mit Kerry er einen Knopf im Ohr hatte und man ihm das vorgesagt hat, was er... Ne? Hast du es mitbekommen? Ja, ja, die Duelle habe ich auch gesehen und die Bilder hinterher auch dann nochmal in der Lupe dann sozusagen, ja, in der Vergrößerung. Ja. Und ja, gut, das ist natürlich eine Spekulation. Es ist eine Spekulation, aber die Tatsache allein, dass man so eine Spekulation hat, seine Person betreffend, sagt ja auch schon viel aus. Ne? Sowas hätte man nie bei Clinton vermutet, nie und nimmer. Ja gut, man muss ihn einfach nur anschauen. Also wenn man den Mann frei reden lässt, bringt er alleine kein Wort raus ohne seine Berater. Ja, das Du kannst wahrscheinlich, kannst du perfekt Englisch, perfekt Amerikanisch? Ja, perfekt will ich jetzt nicht sagen, weil ich bin hier in Deutschland aufgewachsen mit meiner Mutter. Aber durch den Vater? Ich bin natürlich öfter mal drüben gewesen, immer mal für ein paar Wochen. Ich frage es deshalb, weil ich kann das nicht beurteilen, weil es ist nicht meine Sprache. Wie der so rüberkommt, wenn der frei spricht bei Menschen, deren Muttersprache das ist, oder die das wirklich gut, sehr gut oder perfekt können. Ein ganz einfacher Mensch. Mhm. Ja, ich sag mal, wenn man ihn so treffen würde, würde man denken, ich will jetzt nicht sagen gegen Hauptschulabschüler, aber irgendwie ein ganz, ganz einfacher Mensch, der keine Bildung hat, der dem nichts beigebracht wurde. Er braucht ja auch nie was. Er hat ja... Ja, weil er durch die Familie so hochgenommen wurde. Hast du Angst? Was ist deine Angst, wenn er weiter Präsident bleiben wird? Ich habe Angst um den Weltfrieden, den ich eigentlich jetzt die letzten 4 Jahre schon hatte, muss ich sagen. Und ja. Man muss ja auch dazu sagen, er ist ja auch nicht gewählt worden. Ne? Das kommt ja hinzu, dass es sehr große, vermutlich Manipulationen gab. Ne? Und man nicht genau weiß, es fehlten ja ein paar tausend Stimmen oder ganz wenige Stimmen nur. Ja, und das geht ja dieses Jahr weiter. Es sind beispielsweise in Florida 27.000 Wähler, die registriert waren, verschwunden. Mhm. Also von den Listen. Gehst du so weit, dass du unterstellen würdest, dass der Clan um Bush herum... sogar gezielt Wahlmanipulationen unternimmt? Ist deine Meinung so schlecht über diesen Präsidenten? Ja, ja. Also der Vorsitzende des obersten Gerichtshofs in den USA, der ist ja eingestellt worden, mir ist jetzt der Name entfallen, von Bush Senior. Mhm. Ja, und also, der hat ja seinerzeit, also vor 4 Jahren, die Wahlen praktisch, also die Auszählung stoppen lassen. Mhm. Ja, es ist, man muss sich nur dieses Jahr mal vor Augen führen. Beispielsweise die neuen Wahlcomputer, die jetzt eingeführt wurden. Die Software stammt von einer Firma, die Millionen und Abermillionen für den Bush-Wahlkampf zur Verfügung gestellt hat. Und einmal gedrückt kann man nicht nachkontrollieren, wo es hingeht. Das kommt dazu, Es werden keine Ausdrucke, wenn diese Computer irgendwann und die Software abschmiert, dann kann man das nicht mehr nachvollziehen. Ich mag schon, dass du sehr gut informiert bist. Wie schätzt du es ein? Mich hat sehr stutzig gemacht, dass jetzt genau einen Tag oder 2 Tage vor der Wahl in den Vereinigten Staaten das Video mit beziehungsweise von Bin Laden aufgetaucht ist. Wie schätzt du das ein? Ja, also man muss ja, wenn man ein bisschen informiert ist, weiß man, dass die Bush-Familie auch intensive Kontakte zum Bin Laden-Clan unterhält. Du meinst, dass sogar Bush vielleicht forciert hat, dass dieses Video in die Öffentlichkeit kommt? Das kann ich mir gut vorstellen. Also ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen, obwohl ich mir das eigentlich aus moralischen und Gesichtspunkten und als normal denkender Mensch, sag ich mal in Anführungsstrichen, aber also ich kann mir gut vorstellen, dass Bush noch weitaus mehr initiiert hat. Also
beispielsweise gab es ja schon immer Gerüchte um den 11. September. Mhm. Aber andererseits könnte man ja auch sagen... Gut, das kann man natürlich endlos weiterspielen. Das ist wirklich dann müßig, darüber weiterzureden. Man könnte natürlich auch sagen, dass Bin Laden sehr daran gelegen ist, dass Bush weiter Präsident bleibt, weil das ein klarer Feind ist und weil Bush die westliche Welt spaltet. Ja gut, das auf jeden Fall. Ja. Also, wir sind sehr gespannt. Ich werde, wenn ich nachher nach Hause komme, auch ein bisschen gucken noch, wie es weitergeht. Und wann ist das endgültige Ergebnis? Wann haben wir es morgen? Ja, wahrscheinlich so 5, 6, 7, je nachdem. Ich meine, es kann natürlich auch noch ein paar Wochen hin. Also jetzt ist gerade Vermont, da kann man noch kein eindeutiges Ergebnis. Die sind um 1.30 Uhr jetzt. Also, es dauert noch eine Weile. Wir drücken Kai die Daumen. Wie bitte? Ich sag, wir drücken Kari die Daumen. Ja, auf jeden Fall. Machen wir's. Okay, Dennis, alles Gute. Ja. Tschüss. Tschüss. Salvira, ja, 25 Jahre, guten Morgen. Hallo, guten Morgen, Domi. Ja, schönen guten Morgen. Was ist das für ein Name, Salvira? Ist das ein türkischer Name? Nee. Nein, aus Jugoslawien. Ein jugoslawischer Name. Genau. Salvira, um was geht's? Ja, Domian, ich habe da seit 2 Jahren eine Affäre und zwar mit einem verheirateten Mann. So. Ja. Seit 2 Jahren. Seit 2 Jahren, ja. Aber du bist nicht auch in festen Händen. Nein. Du bist das fünfte Rad am Wagen. Genau. Mhm. Oder gar kein. Weiß ich nicht. Kann oder, ich nicht oder sagen. Gar kein Rad. Vielleicht habe ich ja genau. Mhm. Genau. Das Gefühl habe ich. Das ist eine ganz heimliche Beziehung. Ja, er ist in München, ich bin in Hamburg. Oh. Und, das heißt, ihr seht euch gar nicht so oft? So oft nicht, nein. Wie oft? So 4-mal im Jahr. Ach, das ist aber ganz wenig. Ja, das ist wenig. Warum und so wenig? Ist er, kann er nicht... Er kann natürlich nicht, wenn er zu Hause ist. Er ist normalerweise meistens in Hannover. Wenn er arbeitet... Das ist ja bei dir vor der Tür. Ja, das ist dann bei mir vor der Tür. Und das sind meistens diese 2, 3 Monate, die er dann in Hannover ist. Und dann ist er jedes Wochenende dann auch bei mir. Ja. Sehen wir uns natürlich dann auch. Und auf die ganze Zeit bezogen, auf diese 2 Jahre, habt ihr euch dann ja noch de facto gar nicht so oft gesehen. Nee, in den 2 Jahren gar nicht so viel. Ja, es waren ja immer Momente, so von diesen 2, 3 Monaten, dass wir uns dann fast jedes Wochenende gesehen haben. Und wenn er dann in München war, dann war gar nichts. Hat er Familie, also Kinder? Ja, er ist verheiratet seit 7 Jahren, hat einen Sohn von 6. Hm. Und er ist älter als ich, 13 Jahre. Ja. Was sagt er denn zu dir? Sagt er, dass er dich liebt? Das hat er mir noch nie gesagt, nein. Aber du liebst ihn? Ja, das sehr, tue ich. Sehr. Ja. Mhm. Telefoniert ihr wenigstens oft? Doch, das tun wir schon. Das im schon. Moment, mhm. Es ist natürlich etwas, wir haben uns vor ein paar Wochen gesehen und hatten auch in der Zeit, würde ich sagen, Stress, weil ich ihm gesagt habe, du musst dich entscheiden oder gucken. Mhm. Oder wir beenden das natürlich auch. Ich will natürlich nicht einer von den Frauen sein, die da... keine Ahnung, eine Familie zerstört oder seine Frau anruft und sagt, er hat eine Geliebte und so, das nützt mir alles gar nichts, das will ich gar nicht. Wie reagiert er denn darauf, wenn du sagst, ich möchte eine Entscheidung haben? Ja, er sagt, er will mich nicht verlieren. Das ist ja keine Antwort auf deine... Auf meine Frage, nee, ich ja nicht, aber... Nee. Er will dich nicht verlieren, ist klar, aber du willst eine Entscheidung haben. Und er hat mir ja auch einen Brief geschrieben, in dem stand... ob er glücklich ist in seiner Ehe oder nicht, das ist im Moment sekundär. Er kann das wegen seinem Sohn nicht machen. Und sein Sohn ist da und er kann das alles nicht aufgeben. Er will seinem Sohn eine Familie geben. Also ist die Entscheidung ja gefallen? Ja. Eigentlich ist die Entscheidung gefallen, dass er will bei seiner Frau bleiben. Ja. Und er will dich auch nicht verlieren, aber er will kein Leben mit dir führen. Nein. Wenn, dann muss es so laufen, wie er das bestimmt. Genau. Nämlich, dass ihr euch so ein paar Mal im Jahr mal seht und das war's dann. Ja, und das war's dann auch, genau. So, und das ist jetzt die Frage, ob du das aushältst und ob du das mitmachen möchtest. Nee, im Moment kann ich das gar nicht mehr. Mhm. Bei mir ist ja natürlich das Problem, dass ich mich in dem Moment dann auch gar nicht auf andere Männer irgendwie konzentrieren kann. Das ist genau kann. Der Punkt, das ist genau der Punkt, ja. Und ich dann... irgendwie Domian, du bist ja auch ein Mann, entschuldige, aber irgendwie alle Männer fangen an, langsam zu hassen. Mm. Weil ich nicht weiß, wen kann ich vertrauen? Ist er verheiratet? Ist er nicht verheiratet? Hat er eine Freundin zu Hause? Mm. Aber, weißt du, zu so einem Spielchen gehören ja wirklich immer 2 Leute. Ja. Sprich, du auch, ne? Du hast es jetzt schon 2 Jahre mitgemacht. Da darf man sich dann auch nicht so sehr beklagen.
Ne? Und er hat ja jetzt sogar eine klare Ansage gemacht. Er kann seine Familie nicht auflösen wegen des Kindes. So, das kann man diskutieren hin und her, aber wenn er es mal so sagt, ist es so. Jetzt, ja, das heißt, du nicht, genau. Das heißt, du musst eine Entscheidung fällen. Du musst eine Entscheidung, so schwer und so traurig das auch ist, du musst eine Entscheidung fällen. Und die Entscheidung sieht dann wahrscheinlich so aus, dass du sagst, dann kappe ich alles. Ja, alles oder nichts. Alles oder nichts. Ja, genau, alles oder nichts. Du kannst das, da du emotional ja offensichtlich viel mehr ihm verbunden bist als er dir, kannst du das ja nicht so einfach nebenher laufen lassen und vielleicht auch dich auf neue Sachen einlassen. Das geht ja nicht. Das geht ja gar nicht, wenn ich weiß, es ist unten und es ist noch nichts beendet. Genau. Und ich warte oder guck immer wieder, wann er kommt oder meldet er sich oder wann hat er Zeit, dann kann ich mich ja gar nicht mehr hier auf die Männer konzentrieren oder. Ich glaube, unter diesen Umständen, so wie du sie geschildert hast, wenn du nicht auf Distanz gehst oder sagen wir es noch krasser, wenn du die ganze Sache nicht abbrichst, wirst du sturzunglücklich. Ja, das bin ich jetzt schon. Das bist du jetzt schon. Aber du wirst es noch mehr. Du wirst noch unglücklicher werden, als du es jetzt schon bist. Ja. Du wirst immer zappeln und hoffen, dass doch vielleicht irgendetwas passiert und es passiert hoffen, aber nichts. Ja. Und du sitzt da und wartest auf das Krümelchen, was vom Tisch runterfällt für dich. Ja, genau. Und das ist eine schlimme Position eigentlich. In der darf man eigentlich nicht sein. Selbst wenn man einen Menschen noch so liebt, da muss man einfach zur Kenntnis nehmen, dass der andere einen eben nicht so liebt. Und das sollte eigentlich die eigene Emotionalität auch ein bisschen runterfahren. Der liebt dich nicht so sehr. Nein, er liebt mich gar nicht. Oder er liebt dich sogar gar nicht. Nee. Du bist ein nettes Freizeitvergnügen ab und zu. Genau, Abwechslung. Ja, sexuell wahrscheinlich auch, interessant für ihn. Ja, sicher. Sicher, ich glaube, das ist das Einzige. Es ist das Sexuelle, dass er, wenn er kommt, seine Abwechslung hat und nach Hause geht und keine Ahnung, ob dazwischen ihn und seiner Frau noch was läuft. Oder so sei Vera. Und wenn dir das so klar ist, dann musst du da Schluss machen. Da gibt es überhaupt gar keine Diskussion. Nee, die gibt es nicht. Das stimmt um ihn. Wirklich? Ich finde, dass du hast gerade auch etwas ganz Entscheidendes gesagt. Man ist dann ja blockiert anderen Menschen gegenüber. Ja, man kann das gar nicht. Du bist zu. Das geht einfach nicht. Du bist zu. Genau. Ja. Und es besteht sogar noch die große Gefahr, dass du uns die gesamte Männerwelt plötzlich nicht mehr magst. Ja, im Moment ist es wirklich so. Ein Glück, dass ich dich angerufen habe. Ja, also was meinst du denn, wie der reagiert, wenn du sagst, nee, pass mal auf, unter diesen Bedingungen geht's nicht mehr? Das weiß ich nicht. Vielleicht ist er erleichtert. Wer weiß, vielleicht will er das die ganze Zeit beenden, aber weiß nicht, wie er das machen soll. Bist du denn überhaupt die Einzige, die er so nebenher noch hat? Weißt du gar nicht, ne? Ich weiß es nicht, Domian, das ist ja das Problem. Ne? Ich weiß es von diesem Mann so wenig. Ja, das könnte durchaus sein, dass der in Köln oder in Stuttgart oder in Berlin noch eine Frau sitzen hat. Ja, weil er ist ja ständig unterwegs. Vielleicht bin ich ja einer von vielen. Ja. Das ist mir jetzt in den paar Monaten auch eingefallen. Ja. Vielleicht hat er in jeder Stadt eine. Ja. Und wir wissen nur nicht voneinander, genauso wenig wie seine Frau von mir. Vielleicht, ja, vielleicht. Wie hast du den eigentlich und wo kennengelernt? Ja, wir haben uns in Zug kennengelernt, in ICE. Ach so. Lacht nur. Klassisch fast schon. Ja, klassisch, ja. Und das ging dann von ihm aber eher aus? Oder ja, das ging von ihm aus, ja. Mhm. Und ich hatte mich damals gerade getrennt gehabt und war natürlich charmant und gut aussehend und... Ja. Passte natürlich alles und dann kam er ja gleich eine Woche später nach Hamburg. Und wie lange hat es gedauert, bis du dich dann verknallt hast? Es hat länger gedauert, weil ich in meiner alten Beziehung noch sehr zu knabbern hatte. Bei mir hat es doch länger gedauert. Also so 7, 8 Monate bestimmt, dass ich auf Abstand gegangen bin. Und Aber da hast du auch noch nicht gewittert, hey, mit dem... Stimmt was nicht? Die Gefahr ist viel zu groß, dass ich da gegen Wände laufe. Aber Domian, das Problem war ja, dass ich dann, als ich das Gefühl hatte, dass ich mich in ihn verliebt habe, dass ich dann wirklich so ein Mensch bin. Ich habe ihn angerufen und habe gesagt, tut mir leid, Stefan, so geht's nicht. Ich bin dabei, mich in dich zu verlieben und das ist eine gefährliche Sache. Wenn es jetzt nur rein sexuell wäre, dass man sich ab und zu mal trifft, das bin bestimmt nicht ich die Einzige von denen, die sowas laufen haben, wenn sie alleine sind, sondern man könnte das haben, ist okay, man hat keine Gefühle füreinander, man mag sich. Wie hat er denn da, und dann habe ich das auch zu ihm gesagt und er hat zu mir gesagt, nein, du wirst doch wohl nicht denken, dass ich dich loslasse. Perfide, ne?
Ja, und dann hat er ja ständig angerufen und natürlich ist man dann... Ja, das hat ihm natürlich gefallen. Mehr Hoffnung, ja. Ja, das hat ihm gefallen. Und da hat er natürlich eine gehabt, mit der er es machen konnte, so wie er es wollte, ne? Die immer zu Diensten war. Ja, aber das Schlimme ist, von mir wissen alle, sein bester Freund in Österreich ist, der weiß von mir, sein Bruder weiß von mir, alle wissen nur, dass die Frau nicht weiß, was mit ihm los ist. So, Salvira, mein ganz klarer Ratschlag und meine ganz klare Meinung ist, weg von diesem Mann. Ja, muss ich, Domian. Das musst du, das finde ich auch. Und dafür wünsche ich dir alles Gute. Ja, danke dir, und viel Kraft. Auf Wiederhören. Okay, danke. Tschüss. So, ihr Lieben, das war's für diese Woche. Unser Thema in der Nacht von Donnerstag auf Freitag heißt Verrat. Ihr könnt im Internet nachschauen unter www.domian.de, da steht einiges dazu. Und unser Promi-Gast am Samstag um 23:45 nachts, um 23:45 ist Jasmina Filali. So, jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht und wir sind morgen wieder da. 1 Uhr Radio 1 live und 1 Uhr wieder Fernsehen. Bis dahin, tschüss. Es ist 2 Uhr. Washington. Bei der Präsidentenwahl in den USA hat Amtsinhaber Bush in drei als konservativ geltenden Bundesländern